Mahlzeit, Freunde. Herzlich willkommen zu 030 Barbecue. Mein Name ist Bobby. Freunde, heute wird es mal wieder Zeit für Wohlfühlessen aus dem Dutch-Ofen. Na, Liebe für den Bauch. Wir machen eines meiner absoluten Lieblingsrezepte. Wobei, da gibt es eine ganze Menge von. Aber das ist wirklich eines meiner Favoriten. Und zwar Grüße gehen raus an Mama Sophia aus dem kleinen Campingplatz Piccolo Paradiso in Albenga, Italien. Tatsächlich, da waren wir öfter mal zu Besuch. Und Mama Sophia hat die beste, und zwar wirklich die beste Italian Chicken Soup gemacht, die es gibt auf der Welt. Und ich habe mir das Rezept geklaut. Und das machen wir heute. Ne? Also wenn ihr Bock drauf habt zu sehen, wie das geht und was ihr dazu braucht, dann bleibt einfach dran. Zack, Freunde. So, Italian Chicken Soup, also italienische Hähnchensuppe. Die ist wirklich sehr, sehr, sehr lecker. Wir brauchen eine ganze Menge an Zutaten. Das wird auch nachher noch ein bisschen mehr, also machen wir das Step by Step. Da kommt jetzt noch ein bisschen Tomate dazu nachher und ein paar Nudeln und noch ein bisschen Petersilie und ein bisschen Käse und sowas. Aber das hier ist der Basic-Stock quasi. Damit starten wir jetzt. Italian Chicken Soup. Wir brauchen natürlich Chicken. In dem Fall habe ich hier von meinem Freunden Fleischer und der Koch wunderschöne Supreme Hähnchenbrüste, Maishähnchen Peacock. Wunderschön mit Haut. Ihr könnt jetzt natürlich ein Hähnchen nehmen, was ihr wollt. Die Dinger machen sich aber richtig geil und die Haut gibt nochmal richtig Geschmack in die ganze Kiste rein und ich liebe das. Fleischer und der Koch, Freunde, nicht vergessen, ne? Gutes Hähnchen mit dem Gutscheincode 030BARBECUE, 10% auf meinen Nacken. Der Link ist ganz oben in der Infobox angehofft, ihr wisst Bescheid. Dann brauchen wir ein bisschen Grünzeug, in dem Fall hier, zack. Wir brauchen Paprika und zwar gelbe, grüne Paprika. Wir brauchen ein bisschen Zwiebel, wir brauchen ein bisschen Karotte, ein paar Kartoffeln, die sind alle noch roh und ein bisschen Staudensellerie. Der ist auch schon klein. Das wird alles gleich noch ein bisschen kleiner gemacht in meinem wunderschönen Treppo von Gefu. Wir brauchen hier noch ein bisschen Geflügelfond. Ich weiß noch nicht genau wie viel, deswegen habe ich erstmal was vorbereitet. Ich habe aber auch noch Geflügelfond im Backup. Ich brauche ein bisschen neutrales Öl. Ich habe hier einen Roséwein, ist sogar ein italienischer. Da haben wir drauf geachtet, damit das auch rund wird. Ne? Grüße an Mama Sophia. Ganz viel Liebe. Jetzt mal bitte Hashtag Mama Sophia unten in die Kommentare mit PH. So, gutes Olivenöl aus Griechenland, also nicht ganz italienisch. Wir wollen hier noch ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Tomatenmark und dann Gewürzen voll ausweisbar. Da heute übersichtlich Kokosblütenzucker, weil ist Tomate dran. Hello, Mediterraneo, Icke und Atze. So, wie gesagt, das ist erstmal die erste Welle, der Rest kommt später. Jetzt noch ein Bierchen. Prost auf euch. Denn auch zu Mama Sophias Italian Chicken Soup schmeckt jedes Bier besser aus dem 030 Barbecue Glas. Werbung Ende. Los geht's. Ja, schnelle Vorbereitung und wir starten mit unserem Hähnchen. Also Hähnchen nehmen, da müssen wir jetzt nicht viel dran machen, sondern wir salzen die bloß einmal. Und zwar von beiden Seiten. Ich nehme da die gute Ecke. Also ein bisschen, ne? Einmal so rum und einmal von hier. Pfeffer sparen wir uns noch, das kommt später. Das würde uns jetzt verbrennen beim starken Anbraten. So, salzen. Das ist auch schon die ganze Vorbereitung. Macht das mal kurz. Ja, und nach dem Salzen stehen wir auch schon am Bräuking. Der hat ordentlich Hitze. Dutch-Ofen ist drauf. FT9 geladen und entsichert. Mit ordentlich Hitze einmal ein bisschen Öl rein und zwar neutral. Und ihr seht, da passiert hier schon richtig was. Dampfi, dampfi. Nicht sparen. Und jetzt fangen wir schon mal an, unsere geilen Hähnchenbrüste ein wenig anzubraten. Ne? Da soll Farbe ran. Auf der Hautseite bitte starten. Und dann gucken wir mal. Danach kommt die zweite Rutsche. Na, und wie gesagt, schmeißt die Dinger nicht gleich alle zusammen rein, dann wird der Topf kalt und euch kocht das alles nur auf, sondern schön nacheinander braun machen. Also drei sind drin, drei liegen noch hier, die kriegen jetzt Farbe und wir schneiden schon mal Gemüse klein und dafür alles. Und ich meine wirklich alles einfach durch ein Treppo, grober Einsatz, Knoblauch, zack, dann hier Paprika, einmal gelb, einmal grün. Das ist wirklich einfaches Arbeiten, Freunde. Die Zwiebel schneiden ohne weinen. Das dauert hier alles keine Minute und dann ist das verhackt. Alles durch hier. Zack. Zwischendurch mal ausleeren, aber guck mal. Super, oder? Perfekt für den Topf. Oh, wir gucken mal nach der Haut weiter. Oh, schicki, oder? Na komm. Andere Seite auch. Oh, richtig lecker Chicken. Und hier sind wir auch schon bei den Kartoffeln angekommen, Freunde. Guck mal, das geht ja alles mit drin. Zack. Zack. Und die letzte. Ne? Guck mal, auch alles klein. Oh, sehr schön. Das wird unser komplettes Suppengemüschen, Einlegchen. Das wird dann alles noch wunderschön gleich tomatisiert und ein bisschen Wein aufgegossen. Und oh, ich bin jetzt schon wieder in Italien. Bei den Temperaturen, unglaublich. So, zweite Seite, Hühnchen.
zweite Runde. Oh. Guck mal, ja, da ist auch Farbe dran. Das reicht uns. Die kommen jetzt raus. Und dann die zweiten drei Herrschaften, die sich noch angestellt haben. Und was wir in der Warteschleife schon mal mit unserem saftigen Hähnchen hier machen, der kriegt schon mal ein bisschen Atze, also ein bisschen Pfeffer ran. Der kann sich dann nämlich durch die Temperatur hier noch schön entfalten, die ätherischen Öle rauslassen und macht richtig Bums an die ganze Kiste. Also quasi vorruhen lassen mit ordentlich Pfeffer. Ah, zack, so, zweite Hälfte unserer Hähnchen ist auch gut. Das sieht fantastisch aus. Auch mal ein bisschen Pfeffer. Hm? Oh, das heißt, beide Seiten und die dann auch runter zu den anderen. Und jetzt machen wir weiter mit dem Gemüse. Dafür jetzt nochmal ein schöner Schluck Olivenöl für den Geschmack mit in den Topf rein. Und dann Gemüse hinterher. Und das jetzt auch mal schön 5 Minuten ein bisschen anbrutzeln. Wa? Na, komm, alles mitnehmen hier. Zack, Deckel zu, keine Hitze verlieren. Oh, das dauert jetzt doch schon länger als mir lieb ist hier, Freunde. Ne? Aber ihr guckt, ah, unser Gemüse sieht schon gut aus. So, und das große Geheimnis von Mama Sophia war eigentlich immer, dass er gesagt hat, ihr müsst im Prozess schon würzen und damit das alles sich verbinden kann. Und vor allen Dingen Zucker, Freunde, Kokosblütenzucker, damit das jetzt schon mal karamellisieren kann. Also ein bisschen Kokosblütenzucker aufs Gemüse und mal ordentlich rühren. Ne? Wir würzen jetzt natürlich gleich komplett durch. Also, hello Mediterraneo, frei nach Schnauze, bisschen Kräuterchen für Italiener. Ja, natürlich hatte Mama Sophia kein Hello Mediterraneo. Das denken wir uns jetzt mal weg. Ne? Aber die Version ist, glaube ich, also die kommt schon sehr, sehr nah ran an die Mama. Na, Rinder. Zack, ein bisschen Atze. Pfefferchen. Natürlich nachwürzen können wir später immer. Und ein bisschen Ecke. Salz. Zack. So, alles nochmal ordentlich Bums hier mir. Und dann kommt Tomatenmark. Also, den roten Jungen hier vom Löffel mit dazu. Zack. Und auch halt mal kurz Farbe nehmen lassen hier. Rösten. Und wenn unser Gemüse jetzt so aussieht, schön rot, und es duftet jetzt schon fantastisch, dann geht es um den Wein. Wie gesagt, italienischer Rosé. Wenn jetzt Kinder dabei sind, könnt ihr natürlich weglassen. Das spielt dann nicht so die große Rolle. Aber der gibt schon so ein bisschen... Mama. Mama Sophia hat gesagt, Rosé muss da rein. So hat es nicht gesagt. Aber der schmeckt gut. So, ein kleiner Schluck. Zack. Ja. Mal kurz runterkochen lassen und dann geht's weiter. Ah, so, jetzt haben wir die erste Phase unserer Suppe hier eigentlich schon fast abgeschlossen. Jetzt geht's in den Endspurt von Phase 1 quasi. Zack, also Hähnchenkeulen zurück in den Topf. Die packt ihr euch jetzt alle da rein. Mal gucken, ob das auch passt. So, das ist eine ganze Menge Huhn, was ich hier habe. Aber die Mama hat immer ein ganzes Hähnchen versenkt in der Geschichte. Also sollte das funktionieren. Zack, schön reinlegen hier. Und das letzte. So, guck mal, ein Bild für Götter, oder? Passt alle rein. Nichts verschenken hier, Freunde. Von dem guten Saft. So, und jetzt gießen wir das Ganze auf mit unserem Geflügelfond quasi. Also so viel, dass das wirklich bedeckt ist, damit das kochen kann. Mal gucken, ob das schon reicht, was wir hier haben. Wir haben hier was, 1,5 Liter knapp bis jetzt oder was. Ja, gucken mal. Also aufgießen. Ah, doch, das sieht aber ganz gut aus hier eigentlich. Und da auch alles mitnehmen. Zack. Wir kommen hin mit der ersten Ladung, glaube ich. Ja, so, oder? Das reicht uns aus, würde ich sagen. Jetzt Deckel rauf, Temperatur, also den Grill einstellen, so irgendwo 180, 200 Grad. Und dann müsst ihr ein bisschen gucken. Ich denke mal, das ist in einer Dreiviertelstunde schon fertig. Also Deckel rauf, Deckel zu, 180 Grad, 45 Minuten, bis gleich. Da, zack, Zeitsprung, Freunde, 45 Minuten später. Es duftet schon fantastisch nach Italien hier. Ja, wir gucken jetzt mal rein, ob wir hier schon weitergekommen sind. Oh, Deckelchen ab. Oh, heiß, heiß, heiß. Oh, oh, guckt euch das an. Sieht das geil aus? So, jetzt erstmal unsere ganzen Keulchen raussortieren, denn die werden jetzt gerupft. Also einfach erstmal alle in ein Schüsselchen. Ja, vorsichtig. Zack. Und dann mal kurz ein wenig runterkühlen lassen, damit wir sie überhaupt anfassen können. Na, und während unser Chicken abkühlt, schnappen wir uns jetzt einen Stampfer und gehen hier schon mal ordentlich durch und pressen mal ein bisschen Gemüse und Kartoffeln klein, damit das alles ein bisschen sämiger wird. Ne? Also wir wollen hier noch Struktur drin haben, aber das darf alles schon mal ein bisschen angepresst sein. Schön sämig, lecker. Pressen. Ja, sehr schön durchgestampft alles. Ha? Geile Konsistenz, die ganze Kiste. Und jetzt kommen unsere Tomaten ins Spiel, denn wir sind ja in Italien. Passierte Tomaten, 700 Gramm. Zack, einfach mit dazu. Schon mal umrühren und warm ziehen die ganze Kiste. Da kommen gleich noch unsere Nudeln dazu. Back to the chicken, Freunde. Zurück zum Huhn. Also schnappen wir uns unsere wohlriechenden, oh,
Hähnchenkeulen jetzt. Die wollen wir, wie gesagt, schreddern. Also dafür machen wir erstmal die Haut ab. Die möchten wir jetzt nicht dabei haben, denn die ist ein bisschen wabbelig. Die knallen wir uns gleich so rein. Aber für unser Gericht kommt die zur Seite. Oma freut sich auch immer. Und dann die Hähnchenbrust einfach grob durchschreddern. Na, ihr wisst, was ich meine. Ihr könnt natürlich auch ein Messer nehmen, aber eigentlich sind wir jetzt schon so weit, dass die schön zerfällt. Also einfach auseinanderreißen. Machen wir jetzt mit allen. Oh, herrlich, Freunde. Guckt euch das an. Wie viel hier auch rausgekommen ist. Ne? Unheimlich geil und geschreddert und lecker. Das geht jetzt zurück zum Topf. So, bevor jetzt aber unser Fleisch die Hochzeit eingeht, müssen wir nochmal probieren, ob wir hier auch geschmacklich gut sind oder ob wir nachwürzen müssen irgendwo. Nö. Die ist schon super. Wenn noch was fehlt, macht da ein bisschen Salz, Pfeffer noch nach, aber das ist gut. So, Hähnchen zurück. Zack. Und jetzt noch Pasta. Die haben wir noch gar nicht rausgeholt. Ne, Pasta habe ich schon vorher gekocht. Die kommt jetzt einfach mit dazu. Ja, hier schon mal geparkt. Oh, Pasta, guck mal. Ihr könnt jetzt natürlich nehmen, was ihr wollt. Ich habe so große Muschelchen. Die hat Sophia auch immer gehabt. Aber nehmt da ein Pasta, was euch gefällt. So, jetzt gucken wir mal. Ja, das ist eine ganze Menge, oder? Passt jetzt aber rein. Wir rühren mal unter. Wir sollten aber auch mit der Flüssigkeit hingekommen sein. Ja, das wird ein richtig gehaltvolles Süppchen, Freunde. Also alles unterrühren, ordentlich drücken und das Ganze jetzt nochmal, ja, da reicht eigentlich 5 bis 10 Minuten warm ziehen und dann können wir auch schon essen. Geil. Ah, und 10 Minuten sind vergangen. Ich habe einen Bärenhunger. Ich muss jetzt essen, Freunde. Ich mache mal mein Tellerchen. Oh, Süppchen. Süppchen. Ich mache mal was fertig. Also Ruff hier, müsst ihr bitte nicht sparen mit auf den Teller packen, ne? Und ja, das ist jetzt auch keine klassische dünne Suppe, ne? Das ist eher so ein... Das ist Liebe, es ist einfach Liebe auf Teller. Guckt euch das an, hm? So sieht das jetzt aus. Oh, klassisch, oder? Da geht es noch rauf. Ein bisschen Petersilie, hm? Für die grüne Note. Und Käse, Freunde. Käse. Käse schadet nie. Haut da ein bisschen Parmesan drauf. Und das ist Mama Sophias italienischer Chicken-Nudeltopf. Nudelsuppe. Wie auch immer. Schmeckt gigantisch. Jetzt mal probieren. So, noch ein Stück Brot dran. Es sieht fantastisch aus. Es duftet wie in Italien, Freunde. Aber ich muss ja noch probieren, damit ihr mir auch glaubt, dass man das essen kann. Hm. Mama Sophia, wie auf dem Campingplatz, Freunde, ist das geil. Ja, wirklich eines der besten Hühnersüppchen, was ihr euch vorstellen könnt. Ich höre ja nicht auf, oder? Ist einfach geil. Freunde, wenn euch dieses kleine Video gefallen hat, dann macht das nach. Ballert Kommentare über ein Like oder Abo, würde mich freuen. Facebook ballern, Instagram ballern, unseren Shop auschecken. Ihr wisst Bescheid, das war Bobby. 030 Barbecue Italian Chicken Soup. Geil, ich bin draußen. Wir sehen uns am Grill. Weiter essen. Italian Chicken Soup. Wir brauchen natürlich...